Das Ding. Live, laut, lässig. Make me come alive, come on and turn me on. Wenn die jetzt bei Germany's Next Topmodel mitgemacht haben und dritte, vierte oder so geworden sind, ne, wenn sie dann wirklich später an diesem Job arbeiten, merken sie auch, dass es ein ganz großer Unterschied ist zu dem, was sie eben im Fernsehen gemacht haben. Ne? Also ich habe mir wirklich noch nie in 5 Jahren eine Schlange um den Hals gelegt oder auf toten Fischen posiert. Das finde ich sehr, sehr unrealistisch. Und die Zwillinge Julia und Nina haben den Durchblick im Modelbiss. Ihr Alltag? Fashion Week in Berlin. Shootings für internationale Kunden. TV- und Kinowerbespots. Ganz klar, sie sind Topmodels, haben ihren Traumjob, verdienen 1.000 bis 2.000 Euro am Tag und brauchen dafür echt viel Disziplin. So ein Saft ist jetzt für uns zu sehen wie eine Mahlzeit, ne? Das ist ja unser Frühstück und dann essen wir bis Mittag, vielleicht auch spät Nachmittag erstmal nichts. Also wenn du ein ganz konkretes Ziel vor Augen hast und weißt, du hast jetzt irgendwie ein Shooting für einen Hosenkunden zum Beispiel und du müsst bis zum so und so vielten noch 2 Zentimeter Umfang verlieren und es klappt dann nicht so, wie du das eigentlich geplant hast, dann denkst du schon manchmal, ey, was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Und mal ausnahmsweise reinhauen, so ein leckeres Rahmschnitzel mit ordentlich Nudeln? Da hat man dann auch wirklich so kein Verlangen mehr nach. Also du schon. Ja, du schon, aber ja. Ich habe das jetzt echt lange nicht mehr gegessen. Oh doch, ich denke da schon manchmal dran. Ja? Ja, ja. Aber wann ja. Hast du es denn zuletzt gegessen? Ja, ich reiß mich zusammen, aber es ist doch nicht so, dass ich da jetzt keine Lust drauf habe, wenn ich das bei anderen sehe. Mager waren, überhaupt nichts essen, das geht für die Zwillinge gar nicht klar. Die krankhaft dünne Figur von Ex-Topmodel-Kandidatin Fiona hat im Dschungelcamp für Diskussion gesorgt. Solche Models seien eher die Ausnahme, zumindest in Deutschland. Die Branche ist total klein, das spricht sich dann total schnell rum, dass sie irgendwie so aussieht, als würde sie sich nicht gut ernähren und dass die Fingernägel irgendwie nicht gut sind und die Haare irgendwie komisch und ja, das kannst du dir eigentlich gar nicht erlauben. Vor allem auch bei dem Stress, was man auch so abliefern muss, kann man sich es körperlich auch gar nicht erlauben, gar nicht zu essen, weil irgendwann würde man ja einfach umkippen. Trotzdem spielt die Figur eine Riesenrolle. So wie Heidi Klum auf ihre Mädels guckt, müssen auch die Zwillinge extrem auf ihre Körper achten. Die Mädels haben rund 6 Jobs im Monat. An den anderen Tagen müssen sie richtig viel Sport machen. Und obwohl sie super schlank sind, im Model-Business zählt jedes Gramm. Also wir sind definitiv nicht die Schlankesten. Nee. Ne? Also da gibt es definitiv einige Models, die schlanker sind als wir. Aber wir arbeiten ja auch viel im kommerziellen Bereich, machen viele Katalogjobs und da ist unsere Figur, so wie sie ist, sehr perfekt. Ja, sehr gut. Perfekt ist nichts im Leben. Perfekt, das versuche ich ja immer zu erklären. Perfekt ist nichts. Ich benutze gerne das Wort perfekt, ja, aber das aber ist auch in unserem nichts. Job nicht zu erreichen. Nein. Deswegen, es ist gut. Und weil nächste Woche wieder 2 Shootings anstehen, trainieren die Zwillinge besonders viel. Next Stop Electronic Fitness. Du musst einfach fit sein, du musst eine gute Figur haben, du musst in die Sachen der Designer reinpassen, weil sonst funktioniert der Job einfach nicht. Ne? Gerade auch vor der Fashion Week, da hatten wir wirklich wahnsinnig zeitlichen Druck, wieder schnell in Form zu kommen. Und deshalb trainieren Nina und Julia neben Joggen zusätzlich mit einer ganz neuen Elektromethode. Strom soll helfen, die Muskeln schneller aufzubauen. Ah, noch haben die Mädels zu viel Energie. Noch. Oh ja, das merkt man schon am Bauch. Es ist nicht ohne, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich kann es gerade gar nicht mehr halten. Ständiges Training, Designer die Körper ausmessen. All das gehört zum harten Modelalltag. Ein Jet-Set-Luxusleben wie die Heidi Klum-Mädels haben die Zwillinge aber nicht. So hinter den Kulissen gibt's kein Glamour, da gibt's keinen Luxus. Das ist wirklich harte Arbeit. Das Catering ist meistens schlecht und die Sitzmöglichkeiten sind auch nicht so gemütlich. Man setzt sich oft auf den Boden oder zwischen die Gänge oder also es hat mit Luxus gar nichts zu tun. Und auch ihr Privatleben müssen die Mädchen total einschränken. Kaum Alkohol, selten Partys und ganz wenig Zeit für Freunde. Ich habe meinen Ex-Freund schon mal auf Mallorca alleine sitzen lassen, weil ich einfach weg musste. Ne? Und der denkt sich dann natürlich schon, wie kann das sein? Kann die das nicht ein bisschen besser planen? Warum sitze ich jetzt hier alleine? Ne? Aber es ist dann eben so, wenn es halt ein guter Job ist, dann muss man alles stehen und liegen lassen. Also der Job kann definitiv schon einsam machen. Also einmal zum Beispiel, wenn du jetzt den ganzen Tag ein Shooting hattest in Hamburg oder so und du gehst dann abends alleine auf dein Hotelzimmer und du versuchst irgendjemanden zu erreichen und 2, 3 Leute gehen nicht dran, da fühlt man sich manchmal schon sehr einsam. Das ist der Preis, den die Zwillinge für ihren Traumjob zahlen. Den Mädels, die zum Topmodel-Casting gehen, ist am Anfang vielleicht gar nicht so bewusst, was sie alles aufgeben müssen. Also generell ist es natürlich schon eine gute Sache, einfach auch für die Mädels zu testen, ist dieses Business überhaupt was für sie? Ne? Dass dann das Daily Business als hauptberufliches Model anders aussieht als bei dem Dreh zu Germany's Next Topmodel, das ist natürlich auch klar. Ich glaube, viele merken auch ziemlich schnell, was das bedeutet und dass es gar nicht ihr Ding ist. Julias und Ninas Ding ist es auf jeden Fall. Sie verzichten gerne für ihren Job. Heute Abend müssen sie aber nicht. Morgen steht nämlich kein Shooting an.
das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.